237, aber darüber rede ich nicht. Ich enthalte mich der Stimme und rede gar nicht drüber. Och, Tutti, du hast echt Langeweile. Die steht auch nicht, du musst alles beobachten. So, ich wollte mir Tee machen, ne? Ich glaube, wir machen gleich die ganze Kanne, wenn ich richtig durchgespült wäre. Bei Tee, wenn ich Tee trinke, dann, Alter, das läuft durch wie sonst was, ne? Tee läuft immer. Jetzt haben wir hier die Kanne. Ein bisschen Zucker rein. Den guten Kandis. Ich liebe ja Heugos Vanille, ne? Aber der andere Tee muss natürlich auch mal weg. Der Detox. Der ist ganz gut. Ich habe sogar noch Karamell-Heugos. Okay. Davon wusste ich gar nichts. Ich habe so viel Cornflakes Müsli noch. Ich esse das gar nicht mehr, seitdem ich nicht mehr arbeiten gehe. Das ist Wahnsinn. So, Tee. Das ist aber gut. Teekocher ist ja ganz cool, ne? Wasserkocher meine ich, aber das Einzige, was nervt, ist so ein bisschen, dass man dann mal so scheiße nachfüllen kann. Deswegen koche ich das beimal. Der von Britta. Britta. Durch diesen Filter, der da drin ist, läuft das nicht so schnell durch. Der ist für schnelle Gebräuche nicht so gut geeignet. Aber für zu Hause natürlich reicht. Moin, Andreas! Moin, Schatz. Nee, Jörn, habe ich aber noch nicht. Noch ist nichts unter Dach und Fach. Ich habe die letzten zwei Tage Probearbeiten gemacht. Ich will jetzt auch erst mal angucken, wie es da so abgeht. Ja, ja, ich habe kein Geld dafür bekommen. Also. Ich werde, wie gesagt, heute mal. Achso, ich habe ihm gesagt, dass ich Montag hier mal weg bin, dass wir länger unterwegs sind. Montag könnt ihr euch schon darauf einstellen, da werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Also nicht nach so vielen Stunden Autofahrt. Ich will vielleicht zwischendurch mal streamen. Mal gucken. Oder eine Insta-Story machen oder Insta-Live gehen, weiß ich noch nicht so. Und dann werde ich mich mit ihm Dienstag oder Mittwoch nochmal treffen, das Alter, nicht so ganz. So. Kommst du mir für so? Also ich bin mit meinem besten Kumpel unterwegs und nein, ich würde niemanden besuchen. Würde ich zwar gerne, aber dann müsste ich auch irgendwo eine Nacht übernachten, weil ich kann nicht so lange Auto fahren. Also die Hinfahrt wird er wahrscheinlich fahren, vielleicht werde ich auch mal fahren, ich weiß nicht. Er ist da nicht so, dass er sich so anstellt, was man fahren muss, mit fahren, aber wenn ich dann ich denke mal, es ist Pfingsten. Wir wissen ganz genau, es wird auf den Autobahnen was los sein. Aber er will ja unbedingt morgen fahren. Ich will ja lieber heute schon fahren.
So, und das Ding ist, sagen wir, wenn es jetzt 6 Stunden sind, weil es kommt gut hin. Wenn man dann vielleicht nochmal eine Pause macht, dann sind es vielleicht sogar 7 Stunden mit Essen oder was weiß ich was. Ey, dann sind wir 14 Stunden unterwegs. So, und das ist mir definitiv zu viel. Also, wenn ich selber 7 Stunden fahren muss, dann ist mir das auch schon zu viel. Da gehe ich dann nicht noch jemanden besuchen. Magst du es mir? Ja, ne. Ja, mag ich. New Car Stream. Mhm. Ja, also ich kann zumindest vom Glück reden, dass er mitkommt. Dass ich ihn überreden konnte. Dass er auch die Zeit findet. Weil eigentlich wollte er sein Mercedes vorher auseinanderlegen. Sein Chef aber war nicht so kooperativ, glaube ich, irgendwie so. Keine Ahnung, ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja, dass er die Zeit gefunden hat. Er ist schon seit 17 Jahren Kfz-Mechaniker und das ist der beste Mechaniker, den ich je kennengelernt habe. Und da brauche ich gar keine Panik haben. Wenn er sagt, kauf das Auto nicht, dann weiß ich auch warum. Du willst mit mir ans Meer? Okay. Ja, nee. Ich kann auch nicht kochen, und? Also bisher haben wir nur einmal wirklich Kacke hier gekocht. Und das war diese scheiß Petersiliensuppe, die nichts geworden ist. Mona! Du hast das Meer vor der Tür? Das ist ja interessant. Aber Mona, ich glaube, Jörn steht nicht so auf Männer. So, also der Teig sieht ziemlich gut aus. Ich behalte das schon mal im Blick. Ich werde gleich kurz mal reinstecken mit dem Löffel. So, ziehen reicht ein. Soll ich 3 Tage ziehen? Das Praktische ist, wie gesagt, dass wir zumachen auf den Eumel. Mit der Kanne und schön genüsslich immer trinken. Aber ich muss sagen, meine Kanne, die ist auch nicht mehr das Mal drauf, obwohl es Edelstahl war. Die hat früher besser warm gehalten. Also da war der Tee noch abends richtig heiß und jetzt ist er lauwarm. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Und gut, ich habe die schon oft benutzt, muss ich echt sagen. Aber da kann ja auch nichts kaputt gehen. Also nicht so wie bei Glas-Thermoskannen oder sowas. Dass da etwas kaputt geht. Deswegen verstehe ich es nicht, warum die nicht mehr so lange warm hält. So, Trudy, komm mal her, du hast was im Mund. Komm her. Komm her. Machen wir das nämlich so. Ich steche immer mit dem Löffel dann rein, um zu gucken, ob es durch ist. Ich sehe nichts mehr. Nee, der muss auf jeden Fall noch. Der braucht echt lange, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der sah schon von oben so ein bisschen fertig aus, aber ist noch nicht. Gut, der Auflauf, der kann sowieso ewig drin bleiben. Das schadet dem nicht. Joke Day und sich so ein bisschen verbrennt. Macht ihr gerade ein Date klar oder was gut? Du, was machst du da? Moment mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe es noch nicht geschafft, übrigens meine Router zu installieren. Ich kann froh sein, dass mein Internet so gut läuft. Ich muss den anderen Router nochmal installieren, um zu gucken, ob sich da meine Internetverbindung echt geändert hat oder nicht.